Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Müller, für die Einführung. Ich erlaube mir auch noch ein paar Dinge zu sagen. Auf dem Hintergrund dessen, was mir Frau Wolf so zu ihren Recherchen und Forschungen mitgeteilt hat. In den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts verließen mehrere tausend Menschen ihre Heimat, zumeist Angehörige der landarmen Unterschichten, um in Gebieten, die unter habsburgischer Herrschaft standen, eine neue Existenz zu finden. Zu diesen Gebieten gehörten vor allem das Königreich Ungarn und das Banat, also, Herr Müller hat es gesagt, jene Region, die heute größtenteils zu Rumänien, zu etwa einem Drittel zu Serbien und zu einem geringen Teil auf ungarischem Staatsgebiet liegt. Die habsburgische Herrschaft über das historische Banat begann im Jahr 1716 mit der Einnahme der Festung Temeschwar aus türkischer bzw. osmanischer Hand durch Eugen von Savoy. Und die Habsburger organisierten in der Folge ab 1720 einige Aktionen zur Besiedlung und Kultivierung oder Rekultivierung des Banats und angrenzender Gebiete. Zunächst unter Leitung des Gouverneurs von Temeschwar, Claudius Florimund Graf von Mercy, der viele Einwanderer aus Schwaben, der Pfalz, dem Rheinland und anderswoher, eben die sogenannten Donauschwaben, anlockte, indem er ihnen Grund und Boden zur Verfügung stellte und für eine gewisse Zeit auch Steuerfreiheit gewährte. Begreiflicherweise spielte die Konfession und die Versorgung der Auswanderer mit einem passenden Pastor von Anfang an eine große Rolle. Evangelische Auswanderer wollten natürlich auch einen evangelischen Geistlichen, Katholiken einen katholischen. Dieses Problem kommt in den folgenden Briefen, mit denen ich meine Lesung beginne, besonders deutlich zum Ausdruck. Hauptakteur in dieser Korrespondenz ist ein Schulmeister namens Johann Michael Boy aus Neunstetten im Odenwald. Das ist heute ein Stadtteil von Krautheim im Hohenlohe-Kreis, der gemeinsam mit anderen Exilanten zunächst ins Banat auswanderte, von dort aber im Jahr 1723 eine weitere Umsiedlung unternahm, und zwar auf Privatgüter reicher ungarischer Magnaten im Komitat Tolna, einem Verwaltungsbezirk im heutigen Süden Ungarns. Das Problem war nämlich, dass das habsburgische Banat fast ausschließlich katholisch geprägt war, die Neunstädter Exilanten aber ihren evangelischen Glauben weiter praktizieren wollten. Und da gibt es zunächst einen Brief Boys vom 13. Juli 1723 an seinen ehemaligen Landesherrn, den Baron von Berlichingen. Also das ist ein direkter Nachfahre des berühmten Ritters mit der eisernen Hand, Götz von Berlichingen. Johann Michael Boy schreibt: Gnädiger Herr, weil es die Gelegenheit zuvörderst aber meine Schuldigkeit mit sich bringet, Ihro Gnaden Bericht zu tun, wo wir seien und wie es uns auf unserer gehabten schweren Reise ergangen, so kann ich unseren Herrgott nicht genug danken vor die verliehene Gesundheit, die wir von ihm empfangen, weil kein einziger, wiewohl mir bei 250 Menschen klein und groß, ist krank geworden. Wir haben 4 Wochen zugebracht, ehe wir an unseren gehörigen Ort sein kommen. Wie es nun ferner gehen wird, befehlen wir es Gott. Wir richten ein ganz neues Dorf auf von evangelischen Christen und Kirch, Pfarrhof, Schul soll auch sogleich mit erbaut werden. Und haben sich auch schon die Herren Offizieren, Kaufleut und dergleichen, die in Belgrad wohnen, verlauten lassen, ein ziemliches zu unserem Gotteshaus zu geben, denn es ist ihnen allen eine Freude, die es hören wegen der Kirchen, weil sie schon in 7 bis 8 Jahren nicht zur Beicht und Nachtmahl kommen seien. Man hat auch anderen evangelischen Örtern, die etliche Stunden von uns wohnen, Kirch und Schul versprochen. Sobald wir uns nur ein wenig eingerichtet, wollen wir uns nach einem treuen Lehrer und Prediger umtun. Weiter berichte ich, wie unser Dorf heißt, nämlich Langenfeld. Liegt 2 Stunden hinter Uy Palanka, wo wir ausgestiegen seien. Uy oder Oy Palanka,
gibt es noch heute. Es liegt im serbischen Teil des Banat in der Provinz Vojvodina. Weiter weiß ich nichts mehr zu berichten. Bitte aber die gnädige Herrschaft, Sie wollen doch den Herrn Pfarrer wie auch den Herrn Amtsvogt und Schulmeister von meinetwegen grüßen, denn ich zweifle daran, dass wir einander wiedersehen. Ich befehle mich ganz untertänig und schließe die gnädige Herrschaft in Gottes Schutz. Johann Michael Boy, den 13. Juli anno 1723. Sobald wir uns ein wenig eingerichtet, so wollen wir uns nach einem treuen Lehrer und Prediger umtun, schrieb er. Und der Adressat des Briefs, Baron von Berlichingen, hat die ihm aufgetragene Bitte, Grüße an den Neunstädter Amtsvogt auszurichten, offenbar erfüllt. Denn dieser meldete sich einige Zeit später, am 20. April 1724, bei Herrn Boy in Langenfeld mit der Nachricht, er hätte da einen Kandidat Motor aus dem Darmstädtischen an der Hand, der ihm als Geistlichen für die neu gegründete Siedlung sehr empfehlen könne. Zitat. Nun ist dieser Herr Motor gewisslich ein rechtschaffener Mensch, der Verstand genug hierzu hat. Und ihr mögt wohl unter vielen keinen besseren auswählen, der sich auch resolviert, zu euch zu gehen. Dann so ihr nur einen liederlichen Läufer bekämet, so würde das Schlimme unter euch nur noch ärger werden. Bei eurem Zustand und so vielerlei dahingezogener Leute Temperamenten müsstet ihr einen rechtschaffenen, frommen und auch vernünftigen und gescheiten Mann haben, der euch in allen Stücken rechtschaffen vorgehe und euer ewiges Bestes suchen helfe, dem es auch ein Ernst gegen Gott und euer Seelen ist, denn hierumben ist es ja am meisten zu tun. Ach, was hilft's dem Menschen, wann er gleich die ganze Welt gewinnst und litte doch Schaden an seiner Seele. Wie ihr es nun ferner mit dem Herrn Motor noch wollet, das müsstet ihr bei Zeiten tun und nichts darin versäumen. Ich will euch an meinem Ort alles treulich und tätig helfen beitragen. Überhaupt wünsche ich euch allen hierzu den göttlichen Beistand und seine heilige Direktion. Der mache es wunderlich, herrlich und seliglich. Amen. Hierbei schicke ich euch, eurem Weib und Kinder, etliche von einem frommen Pfarrer in hiesiger Nachbarschaft gemachte Kreuze zu einem Andenken. Trachtet, dass ihr durch Gottes Gnade und Beistand dasjenige, was darauf enthalten, in die wirkliche Übung bringet. Und schickt mir auch einmal etwas türkischen Blättertobak, welcher gar guten Schnupptobak gibt, und schreibt, was er gekostet, damit ich's euch auch wieder zahlen kann. Jetzt aber antwortet mir auch auf nachfolgende Fragen und nehmt euch einmal Zeit, dass ihr mir ausführlich antworten könnet. Und zwar, habt ihr einen deutschen Beamten oder Verwalter, so euch in Klag und andere Sachen zu befehlen hat? Habt ihr auch unter eurem Schulzen und Gericht Fredschieder, gemeint sind wohl Friedensrichter, und ist eines jeden Dorfs Markung schon abgestecket? Kann der Temeswarer Banat so viele dahinziehende Leute ertragen und sich alle darinnen ernähren, indem die Leute doch hundertweis dahin ziehen? Bei dem Anwachs der Leute wird vermutlich auch alles teurer werden. Könnet ihr euer Fruchten und Vieh auch zu Geld machen, wann ihr wollet, und habt ihr in eurem Ort Holz genug, auch gesund und frisch Wasser? Wie leben die Leute untereinander? Seien sie verträglich? Wie sind die vier Jahreszeiten, Sommer, Frühling, Herbst und Winter, beschaffen? Ist die Hitz im Sommer stärker dann bei uns? Was gibt's für Arten der Krankheiten? Und sterben auch viele Leute? Wann es, so doch in Gottes Gnaden verhüten wolle, zu einer Ruptur oder Krieg zwischen dem römischen und türkischen Kaiser kommen sollte, da es dann notwendig auf Temeswar und Belgrad losgehen müsste und der Banat überschwemmet würde vom Feind, was gedenket ihr zu tun, wenn man ohnehin alles im Stich lassen muss?
und letztlich, wann ihr, mein lieber Boy, alles dasjenige wüsstet, wie es all da beschaffen, wie man sich nähren und was für Vorteile haben könnte und auch was für Gefahr oder Schaden zu gewarten seien, wäret aber wieder dahier bei uns im deutschen Vaterland oder sonst an einem guten Ort, wo ihr euer Nahrung hättet, würdet ihr wieder dahin in Ungarn und in den Banat ziehen? Beantwortet mir doch diese letztere Frage aus dem aufrichtigen Gründe eures Herzens, ungeheuchelt in der Wahrheit. Ich aber wünschte euch alles wahre Leib und geistliche Wohlsein. Was ihr tut, so wandelt fürsichtig und bedenket das Ende. So werdet ihr nicht Übels tun. Lasset euch die Sache wegen des Herrn Motors angelegen sein und schmiedet, weil das Eisen warm ist, ehe was anderes dazwischen kommt. Dieser Mensch muss die Sache bei Zeiten wissen, indem er sich ja vorher zu Darmstadt von dem Konsistorio examinieren und ordinieren lassen muss, damit er die Acta Ministeriales, das ist Beicht, Nachtmahl und Taufen, verrichten darf und kann. Ich befehle euch der göttlichen Obhut und der heiligen Direktion, verbleibe aber auch dabei insbesondere euer Fock, Manu Propria, mit eigener Hand geschrieben. An den Herrn Michael Boy zu Langenfeld abgelassen, de dato Neunstetten, den 20. April 1724. Die Sache mit dem zu bestallenden Geistlichen nahm dann aber einen anderen Verlauf, als es sich der Neunstädter Amtmann Fock vorstellte. Nicht der von ihm favorisierte Kandidat Motor, sondern ein Student namens Reichhardt zog in Langenfeld als Pfarrer auf, nach einigen Verwirrungen, wohl auch Intrigen, von denen der Langenfelder Schulmeister Boy in einem sehr ausführlichen Brief vom 8. Juli 1724 an den Neunstädter Vogt berichtet. Darauf kann ich aus Zeitgründen, also auf diese Intrigen, nicht genauer eingehen. Boy beschließt die Sache in diesem Brief jedenfalls folgendermaßen: Doch seien alle Bekenner Christi herzlichst froh, dass der große Gott unser ängstlich Flehen und Gebet erhöret. Er wird und will uns ins Künftige noch ferner erhören. Denn es ist ein Großes, dass sich ein solcher Mensch, gemeint ist der junge Pfarrer Reichhardt, in so große Gefahr gegeben, indem die Vokation nicht in hoher Herrschaft Konsens geschehen, sondern durch Gottes und unser Verlangen und Begehren. Dieweil nun dieses so weit kommen, dass Herr Reichhardt sich in die Gefahr begeben und als ein berufener Friedensbote stehet, wollen, hochgeehrter Herr Amtsvogt, auch seiner bei Gott gedenken, fleißig vor ihn beten und ihn Gott mit seinem Heiligen Geiste möge ausrüsten, auf dass er sein heiliges Evangelium und Wort so vielen Seelen mögen rein, lauter und unverfälscht vortragen, auf dass wir in heilsamer Lehr und Leben bis an unser End mögen erhalten werden. Auch diejenige irrende und verlorene Schaf, die vor kurzer Zeit die himmlische Wahrheit verleugnet, den Heiligen Geist gelästert und die heiligen Engel betrübt, mögte er durch Gottes Hilf und Beistand wieder gewinnen. Nun berichte ich euch kürzlich wegen der von mir verlangten Fragen, und zwar wegen der deutschen Beamten und Verwaltern, gibt's überflüssig, welches lauter Kriegsbediente seien, haben aber schlechte Besoldung. Von Schulzen und Gericht berichte ich gar schlecht, denn wir haben einen Asinum, einen Esel, der weder von Gott und seinen heiligen Willen und Wort etwas weiß, kann auch weder schreiben noch lesen, auch seien sie nicht pflichtmäßig dazu erkoren, haben sich selber untereinander dazu erkoren, Schulz, sowohl als Gerichtsleute. Die Dorf- und Feldermarkung ist nach einfältiger Leute Art abgestecket. Feldschieder sind nicht.
Auch kann man nicht gewiss sagen, wie viel Acker zu einem ganzen Gut gehören. Man gibt's nach seinen Gutdünken einen jeden so viel er bestreiten kann. Die Jahreszeiten geschieht auch wie draußen, wie bei euch. Die Gattung der Früchte besteht in gemischter Frucht als Weizen, Korn, Gersten, Haber, ebenfalls wie draußen. Auch kann der Banat noch ziemliche Leute ertragen. Ich kann auf alle Fragen dieses Mal nicht antworten, bitte derohalben um Pardon. Doch will ich auf die letzte kürzlich antworten, welche besteht: Wenn ich alles wüsste, wie es all da beschaffen, wie man sich nähren und was für Vorteile haben könne, auch was für Gefahr oder Schaden zu gewarten sei, wäre aber wieder draußen in Deutschland oder sonst an einem guten Orte, wo ich meine Nahrung hätte, ob ich demnach wieder in Ungarn ziehen wollte. Darauf antworte ich: Im 3. Buch Mose, im 23. Kapitel, steht im 22. Vers: Wenn ihr aber euer Land erntet, sollt ihr nicht alles bis an die Enden des Feldes abschneiden, auch nicht alles genau auflesen, sondern soll's den Armen und Fremdlingen lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das hat man aber Bäuen, seinen armen Kindern, nicht länger erstatten wollen. Haben nicht einmal eine Salvavenia, mit Verlaub, Saubirn mehr auflesen dürfen. Derowegen bin ich genötigt worden, ins Ungarland zu ziehen. Des Reichtums halber bin ich nicht in Ungarn gezogen, aber doch will der Mensch seine Nahrung haben vor sich und die Seinigen. Schließlich befehle ich sie alle der Gnaden und Huld Gottes und werden von mir zu viel tausend und tausend Malen aus Grund meines Herzens gegrüßet. Absonderlich meine gnädige, hochwohlgeborene Herrschaft samt ihren hohen adligen Hause. Der allmächtige Gott wolle sie stärken und erhalten, dass sie ihre Untertanen geruhig möchten regieren und ihr von Gott geschenktes hohes Regiment noch lange möchte führen. Ich führe meine hochwohlgeborene Herrschaft täglich in meinem Gebet, dieweil mir wohl bewusst, dass sie eine löbliche und christliche Obrigkeit ist. Verbleibe demnach auch jederzeit, insbesondere ihr, in tiefster Demut ganz untertänigster Diener, Johann Michael Boy, Langenfeld, den 8. Juli anno 1724. P.S. Ich tue auch noch malen meine gnädige Herrschaft untertänigst bitten, dieweil ich aus ihren Schreiben vernommen, dass mein Schwervater, mein Schwiegervater, soll tot sein und ich sonst weiter gar keinen Bericht von niemand bekommen, indem ich zwar anstatt meiner einen Vollmächtigen, und zwar mit Wissen des Herrn Zehntscholzen, gesetzt habe. Und dieses wäre der hinterlassene Sohn des verstorbenen Wagners, der neben meine Schwereltern wohnt und heißt Johann Georg Brenner. Weil nun dieser Mensch nichts bericht, so bitte ich, Sie wollen, hochgeehrter Herr Amtsvogt, mir die Güte erzeigen und durch Gelegenheit ein wenig danach fragen lassen. Ich möchte herzlich gerne wissen, wie es ausgegangen sei, ob etwas vor mich übrig blieben oder ob er alles versoffen hat. Also das war offenbar vielleicht auch so ein Grund, warum dieses Schreiben in die Archive gekommen ist, weil es da eben einen Nachlassstreit gab oder einen Nachlassfall jedenfalls. In Briefen von Auswanderern an Verwandte oder Freunde in die alte Heimat finden sich natürlich nicht nur Berichte darüber, wie sie ihr Leben in der neuen Heimat einrichten konnten, sondern darin gibt es auch immer wieder teils sehr dramatische, teils anrührende Schilderungen der Reise selber. Hier zwei Beispiele. Zunächst einige Abschnitte aus einem Brief des erwähnten neuen Pfarrers von Langenfeld, Johann Karl Reichardt, vom 3. Juli 1724
an seinen Amtsbruder in Adelsheim. Es liegt gar nicht weit weg von Neunstetten, etwa 20 Kilometer östlich, wenn ich es richtig gesehen habe. Pfarrer Surdorf hieß dieser Amtsbruder in Adelsheim. Pfarrer Reichhardt schreibt aus dem Banat aus Langenfeld: Dass ich versprochenermaßen nicht schon längst geschrieben, war die Schuld unserer späteren Ankunft in der Walachei, als wir vermeint, dann wir uns auf der Reise oft lang aufhalten mussten, teils wegen Ausrichtung an den Pässen und Abwechslung der Schiffleut, teils wegen zuweil eingefallenes Windes, der uns am Fahren verhindert. Zu Marxheim, welches ist ein Dorf 2 Stunden unter Donauwörth, da die Einschiffung ist, haben wir 8 ganze Tage warten müssen wegen der unbeschreiblichen Menge Leute, die dort liegen, wie eine kleine Armee. Und obgleich täglich davon abgegangen, so hat man es doch so wenig gespüret, als wann ein Tropfen Wasser aus dem Fluss genommen wird. Hier im Banat sind die Deutschen schon bis 10 wohlbewohnter Dörfer stark, nur um Uipalanka her. Ob hin, ob Temeschwar, wohnen ebenermaßen nicht weniger, allwo jetzt auch eine ganz neue Stadt namens Arad angelegt wird. Meine Wohnung habe ich zu Langenfeld, welches ein pläsierliches Ort ist von 113 Einwohnern, an dem ich von der kaiserlichen Administration bin konfirmiert worden. Gefallet mir sehr wohl hier. An Nahrung habe keinen Mangel, in dem alles wohlfeil ist. Krebs, Fisch, Hasen, Feldhühner, Fasanen sind gar um ein geringes zu haben. Und werde heute von solchen einen Teil, der mir verehrt worden sind, verzehren. Wünsche nur, dass ich Sie könnte zu Gast bitten. Das schönste Wasser, als man es in Deutschland finden mag, haben wir hier aus den Bergen, die nicht hochquillen, und ein angenehmer aus dem Gebirg springender Fluss von Fischen und Krebsen reich macht unser Ort und Gegend lustig, sodass mich also meine Reise, die ich Gott sei Dank gesund, obwohl beschwerlich zurückgelegt, nicht gereuet. Nur dieses bedauere, dass mir expresse gesagt worden, es solle nur ich allein und keiner mehr sonst als Pfarrer im Banat toleriert werden, da ich dann alle Arbeit auf mir liegen habe. Ich hoffe aber doch, es werde der Herr der Ernte, den wir deswegen bitten, noch Arbeiter in seine Ernte senden, denn die Ernte ist sehr groß. Alle so hier herein wollen, ziehen, müssen oben an der Donau 200 oder 150 Gulden aufweisen und ihren Fahrlohn zahlen. Das geschieht darum, damit das Land von Bettelleuten nicht angefüllt werde, deren anfangs viele hereingezogen. Doch wer nur ein wenig Geld mit hereinbringet, kann sich schon helfen. Mir fehlt's nichts mehr, als dass ich eine von meinen Schwestern zur Haushalterin haben möchte. Übrigens wünschte nur eine Stunde bei Ihnen zu sein, damit ich die Miracula, so ich gesehen, erzählen könnte, aber das ist wohl unmöglich. Proxime plura. Nächstens mehr. Nun, das klingt noch alles ganz erfreulich und munter, was der Herr Pfarrer Reichhardt da schreibt. Anders dagegen der Bericht des Michael Wegesser, der am 10. Juli 1724 aus Langenfeld an seine Eltern, Geschwister und Freunde in Neunstetten schreibt: Was unsere schwere Reis anbelangt, so sind wir den 3. Pfingsttag zu Marxheim mit dem Floß weggefahren. Den Feiertag, nämlich Johanni, sind wir nach Uipalanka kommen. Die sehr schwere und betrübte Reis ist gewesen, dass ich nicht genug zu beschreiben und kann's auch kein Mensch genug beschreiben, nämlich was auf dem Wasser geschehen. Es sind 3 Kinder gestorben und 1 ist worden geboren und ein Bub von 11 Jahren ist ersoffen. Und unser Vetter Hans Reinhardt ist auch bei einem Haar ersoffen.
Es hat ihn ein Schreiner ertappt bei seinem rechten Arm, da hat man nichts mehr als die Hand gesehen. Und einmal sind wir mit unserem Floß hängen blieben. Der Floß ist über Zwerch gestanden. Da ist das Wasser drüber nein gesprungen und sind all in die Donau gefallen, Kinder und Männer. Ich hab fleißig gebet und bin an meinem Ort sitzen blieben und hab mich und die meinigen meinem Gott befohlen. Was für Schrecken und Todesängsten haben wir noch einmal zu Pansava ausgestanden. Da sind die Schiffleuten gegen die Brucken gefahren. Da hat es geschienen, als wann Brucken und der Floß wollt zugrunde gehen. So ist es vorn angegangen und zwei im Baum sind zurückgestoßen und den Floß in der Mitt voneinander. Da ist ein Geschrei gewesen mit den Leuten, dass sich der Himmel auftun hat mögen. Es hat geschienen, als wann alles zu Trümmern gehen wollt. Bleibt, wo ihr seid, um Gottes Willen. Ich darf nicht mehr dazu schreiben, das Leben stehet einem drauf. Wer einmal drin ist in dem Banat, der macht sich keine Gedanken. Mein Kind ist krank. Ich hab Sorg, es sterbt mir. Es sterben alle Tag eins oder zwei. Ich bin herumgelaufen und bin nur 6 Stunden von der türkischen Grenz gewesen. Es gefällt mir, als wann ich in das Wasser springen sollt. Michel Wegesser, Langenfeld, den 10. Juli 1724. Soweit diese Berichte aus Langenfeld bei Uj Palanka, wie gesagt, im serbischen Teil des historischen Banat. Eine weitere staatlich organisierte Ansiedlung wurde unter Kaiserin Maria Theresia unternommen. Aber nicht alle Auswanderer dieser Aktion gingen freiwillig. Im Jahr 1755 wurden nach der endgültigen Niederschlagung des sogenannten Salpeteraufstands im Hotzenwald, also im südlichen Teil des Schwarzwaldes, über 100 Salpeterer verhaftet und in das Banat deportiert. Dieser Salpeteraufstand, der sich über viele Jahrzehnte im Hotzenwald hinzog, das wäre ein Thema nochmal für sich zu schildern. Also es waren jedenfalls aufständische Bauern, die ursprünglich in der Salpetergewinnung arbeiteten. Deswegen hießen sie dann immer nur noch die Salpeterer. Und eben aus dem Hotzenwald wurden eben etliche solche verhafteten Salpeterer nach ins Banat deportiert, zum Beispiel nach Neu-Beschenova nahe Temeschwar. Einer dieser deportierten Aufrührer hieß Fridolin Eckert aus Herrisch-Ried bei Waldshut, der am 22. April 1756 an seine Eltern in Herrisch-Ried unter anderem schreibt: Herz viel geliebte Eltern, Vater und Mutter, ich kann nicht unterlassen, euch zu berichten, wo wir sind und wie man uns diesen Winter verpflegt hat. Was es uns antreffen tut, so sind mir, Gott sei Dank, noch alle frisch und gesund, solang dies Gott will. Aber des Bruder Michels Kind ist gestorben. Es liegt in Demisvar vergraben. Mir sind auf dem Wasser geführt worden bis auf Demisvar. Danach seind mir in die Dörfer verleiht worden, in Einöd. Mir haben ehrlich zu leben gehabt bis dahin, aber es wird Wellen hinken. Man hat uns schon 3-mal angekind, dass mir sollen wirtschaften. Mir aber haben ihnen abgesagt, man soll uns erst Schuld und Ursach weisen, warum, dass man uns von unserer Wirtschaft hinwegnehme. Wir klagen auf Ehr und guten Namen. Man soll uns unser Recht antun. Wir bitten um keine Gnad. Viel geliebter Vater und Mutter, ich bitte euch, habt die Gütigkeit vor mein unschuldiges Kind. Macht, dass ihr euer Sach bekommt
und dass mein Kind keinen Mangel leiden muss. Ihr seid ja gescheit genug. Wann er diesen Brief bekommen tut, so berichtet uns wieder eilfertig, wie es in Land stehen tut und ob man uns unsere Güter verkauft hat. Mir lasst alle hunderttausende Malen grüßen und in den Schutz Gottes befehlen, im Namen des Herrn alles Gott zu lieb und ehren. Neu bei Scheinova, den 22. April 1756. Und in einem weiteren Brief Eckerts vom 8. Oktober dieses Jahres heißt es: Gelobt sei Jesus Christus, herzliebster Vater und Mutter. Ich berichte euch, dass noch fünf aus ein anderer Ort zu uns kommen seind. Es waren uns 13. Danach sind wir gleich zu der Wirtschaft angehalten worden. Also zur Zwangsarbeit, wird man wohl sagen müssen. Der Wagner Jörg und Klaus Gottstein, Martin Bär, der Birchlein, Hans-Jörg Marder, diese fünf haben sich gleich verwilliget und haben uns böse Augen gemacht. Und unser acht haben sie plagt bis auf das Blut an Eisenbanden in Deniswar. Wann wir noch 8 Tage mehr hätten mögten drinnen bleiben müssen, so hätten wir all das Leben eingebüßt. Wir seien fast alle miteinander schon lang krank gewesen und auch viel gestorben. Erstlich ist gestorben Hans-Jörg Marter, Martin Bär, Johannes Meyer, Sebastian Werni, dasselbe der Jakob Weib, des Kunrad Ebener sein Weib, des Klausen Tochter, mein Bruder Michel Eckert. Ich habe ihm 2 Messen in das Todtmoos versprochen und 2 Messen in unser lieben Frauen. Lieber Vater, wann dieser Brief bekommen durst, so tu mich wieder eilfertig berichten, wie es in Land stehe, ob der Kommissari noch drinnen ist oder nicht und wie es mit dem Krieg stehe und ob ihr die Brief habet oder nicht. Und mein Bürblin, lass ich sagen, er soll euch fleißig folgen. Wann ich muss in Ungerland bleiben, so werd ich ihn auch holen. Mir lasset euch alle 1000 Malen grüßen, ich bin auch noch alle Zeit krank. Nei Baschuneva, den 8. Weinmonat, Oktober, anno 1756, Friedlin Eckert. Die Briefe Fridolin Eckerts sind sämtlich nicht bei seinen Eltern angekommen, sie sind abgefangen worden, eben von den Behörden. Und wir kommen zum nächsten Kapitel mit Briefzeugnissen aus der Zeit der dritten staatlich organisierten Auswanderungsbewegung in das Banat unter Kaiser Josef II. Der Bauer Johann Georg Nagler aus Wiebersweiler, einem Dorf im französischen Lothringen, wollte mit seiner Frau, mit seinen 3 Kindern, samt Schwiegermutter, Knecht und Magd eigentlich nach Polen auswandern. Im August 1784 ging er aus diesem Beruf nach Wien, um sich dafür registrieren zu lassen. Letztlich landete er aber im Banat, und zwar in Mersidorf, einem ursprünglich von italienischen Siedlern gegründeten Ort zwischen Temeswar und Arad, benannt nach dem ersten Gouverneur von Temeswar, also dem von den Habsburgern eingesetzten Präsidenten sozusagen, Claudius Florimund, Graf von Mercy, von dem ich anfangs schon kurz sprach. Wie es dazu kam, dass diese Familie eben aus dem französischen Lothringen nicht nach Polen kommen konnte, sondern dann im Banat gelandet ist, darüber berichtet der Bauer Nagler am 4. Oktober 1784 an einen Freund in der alten Heimat, eben in Wiebersweiler. Meine Reis von Wiberswiller bis nachher Wien wäre also glücklich nach Polen gegangen. Sobald ich aber nach Wien seind kommen, so bin ich zu ihrer kaiserlichen Majestät gegangen und habe ihm selbsten einen Zettel in die Hand gegeben
und auch mündlich mit ihm gerät von dem Polen. So sagte er mir, mein Kind, unmöglich ist es, dann zeither den 13. Mai seind über die 10.000 Seelen in Polen gegangen. Und sie können derweilen nicht arbeiten, wegen den wenig Arbeitsleut. Aber geht in Ungarn, so bekommt ihr euer Sach grad als wie in Polen. Es ist uns versprochen, ein Haus, das gut wird uns angepflanzt mit Weizen, Haber, Gerst, Hirschen, Welschkorn und in Summa alles, was erdenken ist an Hausrat. Das Gut bekommt ein Mann, wie er es haben will, ein ganzes Gut oder ein halbes Gut oder auch zwei Güter, wie der Mann die eigene Leut oder das Geld hat, für die Taglöhner oder Knecht und Mägd zu halten. Und wann die Früchten nur ein wenig geraten, so kann man auf einem ganzen Gut 190, auch 200 Quarten Weizen machen. Den allerbesten Wein trinkt man in den Wirtshäuser um 8 zu, die Maß. Und der ist so stark, dass man muss halber Wasser darunter schütten. Mit unserer Behausung steht es also, mir seid einquartiert bei den Burgers als wie die Soldaten, mit aller Freiheit und Verpflegung. Ich bekomme alle Monat 3 Quarten Weizen und alle Tag 2 Kreuzer auf die Person. Und die Verpflegung bekommen mir so lang, bis dass mir die eigenen Früchten eingeernt haben. 10 Jahre ist uns die Freiheit versprochen, Steuerfreiheit, wie auch, dass wir kein Zehnten geben müssen. Wann es Gottes Will ist, so kommen wir in Zeit von 8 Tag in unsere eigenen Häuser. Das gibt eine Gemeinde von 250 Bürger, welches Ort ein Marktflecken ist und wird genannt mit Namens das neue Theresia auf der Landstraße in der Mitte von Demeschwar und Arad, welche die 2 Hauptstädte seind in dem ganzen Land. Weiter weiß ich nicht mehr zu schreiben, als wie dass mir noch alle frisch und gesund sein, so lang als Gott will. Und ich mochte wünschen, dass ihr mein Schreiben auch in gutem Wohlsein empfangen. Geschehen in dem Merstendorf, den 4. Weinmonat, das Jahr 1784, Hans-Georg Nagler. Dass mir noch alle frisch und gesund sein, schrieb er. Es blieb leider nicht lange so. 10 Tage später, am 15. Oktober 1784, starb Georg Naglers Schwiegermutter und ihr folgten nur wenige Tage später alle 3 Kinder des Ehepaars. Sie starben binnen einer Woche, am 20., 22. und 27. Oktober. Wer weiß, was es da für eine Seuche oder was auch immer gegeben hat. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Exkurs und hören sozusagen einmal die Gegenseite der Auswanderer. Denn in den erhaltenen Korrespondenzen gibt es ja auch immer wieder Berichte von Verwandten und Freunden der Exilanten aus der alten Heimat und über die Zustände dort. Hier nur ein Beispiel. Eine Vorfahrin von Hans-Georg Siebler aus Schluchsee im Schwarzwald war mit ihrem Mann um das Jahr 1754 oder 55 ins Banat ausgewandert. Der Kontakt in die Heimat riss dann mit den Jahren aber wohl irgendwie ab. Und viele Jahre später, 50 Jahre später, bekam Siebler einen Brief von einem Nachfahren, Jakob Morath aus Saderlach nahe Arad. Und diesem Vetter, den er ja gar nicht persönlich kennt, Jakob Morath, schreibt er am 21. November 1803 unter anderem Folgendes. Zu ehrenden Herrn Vetter Jakob Morath, Meister Tischler. Sein geliebtes Schreiben habe ich, Hans-Jörg Siebler, zurecht erhalten und im Schreiben gefunden, dass geliebten Vetter noch gesund und wohlauf ist, hat mich von Herzen erfreuet. Doch nichts erfunden von seinem Weib, ob sie noch lebt oder gestorben ist. Und von dessen seligen Jakob Ganters Kinderen ist auch nichts geschrieben worden. Was ihn wundert ist, Baltes Siebler und sein Weib seind schon vor 6 Jahren gestorben. Baltes ist zuerst gestorben, sein Weib
zwei Stunden nach ihm gestorben. Und mein Weib ist mir auch gestorben, den 14. April in 1802. Gott gebe den Gestorbenen die ewige Ruhe und das himmlische Licht. Und den 10. März habe ich wieder geheiratet, 1803. Und das Weib ist aus der alten Rotwasser-Glashütten. Sie heißt Elisabeth Islerin und hat ein Vermögen von 600 Gulden und ist 42 Jahre. Ich werde schwerlich Kinder mit ihr zeugen. Ich bin alt 67 Jahre, künftige Ostern. Doch Gott sei danket, bis daher gesund und wohlauf. Nun, lieber Herr Vetter, was ihr wunderet wegen des Franzosenkrieg und den kaiserlichen Krieg, könnte ich ihm nicht genug schreiben. Wann ich ihm sollte schreiben, wie es ergangen ist, so hätte 8 Tag zu tun mit Schreiben. Erstlichen habe ich ungarische Husaren gehabt, 4 Mann, 4 Wochen. Und 3 Wochen lang 3 Mann und 14 Tag 2 Mann, 14 Tag 1 Mann und selbe seind gar wohl aufgewesen, wann ich ihnen nur best Fleisch und Speck gekocht hab und Branntenwein abgewartet hab. Sie haben immer gesagt, der Kaiser bezahlt alles, aber leider ist nichts gezahlt worden. Und wie die Franzosen auf Schluchsee kommen seind, 6000 Mann, die haben geraubt und geschossen, was sie gelüstet hätt, und haben noch vieles Jungvieh und Geißen und Schwein geschlachtet. Ich hab 46 Mann einquartiert in mein Haus gehabt. Habern und Heu haben sie sozusagen alles aufgezehrt. Es ist nicht wohl zu beschreiben. Es sieht dermalen gar nicht gut aus. Es werden viele Leute vergantet, das heißt, ihr Gesitz wurde zwangsversteigert, ein altes Wort, vergantet. Und wird vieles an ihnen verloren und man weiß noch gar nicht, wie es mit dem Krieg beschaffen ist. Dermalen stehen die Franzosen gegen England und die ganze Schweiz ist noch mit Franzosen besetzt und so weiß man noch nicht, wie es ergehen kann mit dem Krieg. Es ist eben ein Unfrieden in der ganzen Welt. Lieber Vetter, mein Bruder hat 3 Burben. Einer hätte Lust nach Ungarn. Er wollte auf der Schneiderprofession nach Ungarn gehen. Er ist 22 Jahre alt. Er nennt sich Demetra Siebler, der Vater Johannes Siebler. Und ich habe einen Bruder, er ist gestorben und sein Weib ist es neu geheiratet gewesen in Ühlingen. Derselbe hat auch 2 Kinder hinterlassen. Ein Burben, er heißt Jakob Siebler, derselbe ist 14 Jahre alt. Derselbe wollte auch mit Größeren gehen in Ungarn und derselbe möchte das Tischlerhandwerk lernen. Derselbe hat von Vater und Mutter nichts zu erben. Ich wollte denselben unterstützen, denn er könnte mit den Größeren nach Ungarn reisen. Und so bitte ich Ihnen, lieber Herr Vetter, mir zu schreiben, was es möchte zu tun sein mit den Burben, ob es möchte ratsam sein oder wie es dermalen in Ungarn beschaffen ist. Oder ob er, Vetter, sich als einen wahren Vetter gegen den Buben erzeigen wollte, wann sie zu ihm hineinkommen täten. Denn die Buben sind doch noch jung. Und es wäre den Buben keinen Nutzen, wann sie niemand hätten in Ungarn zu einer Unterstützung zum Gurten. Und so hätte ich groß Vertrauen zu ihm. Lieber Herr Vetter Jakob, und will bitten um eine Antwort oder weiter eine Rückschreibung, sobald es möglich ist, da die Buben wundern sehr, was vor eine Antwort aus Ungarn kommen möchte. Und weil man an jetzo bei uns saget, dass der Krieg mit den Franzosen und Kaiser wieder angefangen worden, weilen der Krieg noch niemalen geendet hab. Es wäre aber zu wünschen, dass der Herrscher Himmels und Erden einen Frieden machen täte zwischen allen Potentaten und gemeinen Leute, wäre gut. Ist ein großer Mangel an Geld auch. Ich glaube aber, der Geldmangel sei in der ganzen Welt. Ente mit 1000-maliger von uns gegrüßt und wünsche von Gottes gesundes und ruhiges Leben. Hans-Jörg Siebler. Nach diesem kleinen Exkurs und dem Brief aus Schluchsee ins Banat kehren wir wieder dorthin zurück und hören zur Abwechslung mal einen sehr euphorischen Brief, geschrieben von Johannes Kress,
Auf der Suche nach einem besseren oder vielleicht sogar noch besseren Einkommen möchte er aus Ebendorf im Banat, einer Siedlung, die mehrheitlich von deutschen Auswanderern erst 1786 gegründet worden war, von dort also möchte er noch weiter in die Batschka ziehen, also in jene weiter südlich gelegene, fruchtbare Gegend in Serbien, in der in jenem Jahr 1793 ein großes Bauprojekt in Angriff genommen wurde, nämlich der Bau des sogenannten Großen Batschka-Kanals, den es heute noch gibt, der Donau und Theiß verbindet, 120 Kilometer lang etwa. Und dort, wo der neue Kanal in die Theiß, glaube ich, mündet, liegt Verbas, serbisch Vrbas, in der Provinz Vojvodina. Dort hat sich dieser Johannes Kress schon mal ein wenig umgetan und schreibt von dort an seine in Ebendorf, also in Banat, noch auf zurückgebliebene Frau am 20. Oktober 1793. Gelobt sei Jesus Christus, mein liebstes Weib und Kinder, ich küsse euch zu tausendmal. Ich kann keine Stunde nicht ruhen, bis ich euch bei mir habe. Ich kümmere mich Tag und Nacht, ob du wieder gesund bist. Jetzt habe ich unser Glück ausgemacht all hier. Ist Arbeit auf 10 Jahre. Ich habe alle Tag 36 Kreuzer und freies Quartier. Es ist alles wohlfeil. Jetzt mache nur, dass du zu mir kommst. Verkaufe die Kuh mit dem Kalb und bringe nur dein Gewand und das Bette mit. Ich habe schon alles als hier. Ich bekomme all hier 2 Bettstätter und ein Tisch, nebst Küchelgeschirr, Pfanne und Kessel zum Kochen. Da wird alles von der Baudirektion herausgegeben. Das kostet uns nichts. Wann du kannst ein Fuhrmann bekommen in Ebendorf, so gebe ihm, was du willst. Ich bin nur 6 Stunden hinter Betschei, wo all die Bauern die Frucht hinführen. Da frage du nur nach, wer was weiß von dem neuen Kanalbau. So wird dir's ein jeder Mensch sagen, denn es ist ein neues Kolonistendorf von 300 Haus. Bekommst du keine Fuhr bis hierher oder bis auf die Heide bei Komlosch, so musst du mir gleich schreiben, so werde ich dir gleich eine Fuhr zuschicken. In Temeschwar, in der Fabrik bei dem goldenen Pfau, du weißt das Wirtshaus schon, wo die Treppe hinaufgeht. Du hast schon Kaffee mit dem Kind dort getrunken. Da frage nach der Oberaufseher von dem neuen Kanalbau. Dort melde und sage, dass du Johannes Kress sein Frau bist. Er wird dir geben Geld, so viel du willst. Lieber Engel, versäume nicht so lang. So geschwind du kannst bei mir sein, desto lieber ist mir. Du musst mit den Wagen auf der Theiß überfahren in Betsche. Nach fahrest du auf Ungarisch Betschei und nach Perles hast du noch 6 Stunden. So bist du in 3,5 Tagen bei mir. Liebstes Kind, ich verlange nichts als dich und meine 2 Kinder. So hab ich genug. Ich bin dein liebster Mann, Johannes Kress. PS, komme nur sobald du kannst, das bitte ich. Und damit komme ich zum Schluss mit Auszügen aus einem auch sehr unterhaltsam zu lesenden Brief, den ein gewisser Georg Friedrich Nething aus Kosova im Banat am 1. November 1817 an seinen Bruder Jakob Nething geschrieben hat. Und dieser Jakob wohnte hier ganz in der Nähe in Beuren bei Nürtingen. Georg Friedrich, also der ausgewanderte Bruder, war ursprünglich Soldat in kaiserlichen Diensten, hatte sich aber aus welchen Gründen auch immer aus der Armee abgesetzt und war als Deserteur auf der Flucht gen Osten im Banat sozusagen hängen geblieben. Die Hintergründe zu erläutern, haben wir hier keine Zeit und das Thema ist auch nicht so relevant. Interessanter ist, was er, wie gesagt, am 1. November 1817 seinem Bruder in Beuren schreibt. Zunächst berichtet er von etlichen zurücklegenden kriegerischen Ereignissen, um dann fortzufahren. Nun, lieber Bruder, deinen Wunsch weiter zu befriedigen, wegen ob ich noch ledig sein oder verehelicht, ist wie folgt. Den 2. Februar 1817, als ich in einer kleinen Hütte des Dorfes Kosova einzeln lebte, traf das Unglück einen Fuhrmann, welcher bei Nacht noch bis Facet fahren wollte, dass er die über die Straßen gemachten Brücken verfehlte und dem schnell rauschenden Gebirgfluss ein Opfer
samt Wagen und Pferd machte. Ein armes Dienstmädchen, welches von Saschwarosch mit diesem Fuhrmann nach Lugosch gehen wollte, wollte noch den armen, schon in Eis und Wasser begrabenen Fuhrmann retten und hätte beinahe auch ihr Leben eingebußt, wann nicht ein Weidenbaum sie aufgehalten. Als ich die Tür öffnete, hörte ich das Jammerei dieser zwei Unglücklichen. Ohne mich zu bekleiden, griff ich nur nach Gewehr, setzte mich auf mein Pferd und eilte dem Jammergeschrei zu, denn ich glaubte, es hätten Räuber oder Wölfe, Reisende, angegriffen. Als ich dem Fluss nahe kam, sah ich das Elend und noch größere Gefahr auch vor mich, denn das Wasser hatte die Brücken bedeckt und jene hat es an das andere Ufer getrieben. Allein Leben oder Tod, ich sprengte mit meinem Pferd hinein und erreichte glücklich das andere Ufer, rettete die Arme aus ihrem Weidenbaum, wo sie schon ganz starr gefroren und kaum ein Lebenszeichen von ihr gab. Dieses Mädchen bat mich dann, sie auf einige Tage zu behalten, bis sie den Schrecken etwas vergessen. So tat ich. Worauf sie aber krank geworden und bis Ostern gelegen hat, dass ich zweimal den Pfarr rufte und ihr End erwartete. Unter dieser Zeit ist ein Haus, welches der Post überliegt, zwei Samtgarten verkauft worden, welches ich mir kaufte vor 360 Gulden Blanco. Meine ganze Sache musste ich versetzen, um dieses Geld geborgt zu kriegen. Nun stieg täglich der Preis der Nahrung, dass zu Ostern ein Viertel Welschkorn, oder hier Kukuruz genannt, 18 bis 20 Gulden Blanco, ein Viertel Weizen 30 bis 36 Gulden Blanco gekostet und die Teuerung so gestiegen, dass viele Menschen vor Hunger am Wege verschmachteten. Meine Kranke aber erholte sich wieder. Nun bat sie mich, ich möchte sie ein Jahr für meine ihr erwiesene Freundschaft dienen lassen. Auch dieses nahm ich an und richtete meinen Garten, welcher eine ganze Wüste war, zu bauen an. So verfloss die Zeit bis 1. Juni, wo ein allgemeines Aufgebot publik gemacht worden ist, dass, welches freiwillig vor das Ort auf Räuberkommando gehen würde, er 10 Jahr von aller Steuer und Dienst frei wäre, nebst einem Monat 15 Gundeln Geld, ein paar Stiefel und 30 Gulden vor ein Gewehr, auch 18 Gulden vor ein paar Pistolen in die Hand gegeben wurde, jedoch nur Deutschen. Beinahe hatte es die Not auch bei mir erfordert, dann schon 4 Tage hatten wir keinen Bissen mehr Brot im Haus, uns nichts sonst als Salat. Nahm also mein Gewehr und Pistolen und stellte mich freiwillig, wo 60 Mann gefordert wurden und sich mehr als 1000 in Zeit von 3 Tagen versammelt hatten, dass sie gehen wollten, um ihre Kinder vom Hunger zu befreien. Aber es wurde Prob gemacht. Es wurde ein 2-Groschen-Stück auf einem Stock auf 250 Schritt gesetzt. Derselbes in 3 Schuss nicht getroffen mit Kugeln ist nicht genommen worden. Ich traf und zog auf Räuberjagd. Wo wir beinahe 5 Monate immer unter freiem Himmel leben mussten, bis endlich wir den Aufenthalt der Bösewichte finden konnten. Wir griffen sie in der Nacht von 17. auf 18. Oktober an und den 20. hatten wir ihre Festung schon zerstört und 8 Mann tot und 4 gefangen und 2 sind in ihrer Gruben ohne Pardon verbrannt worden. Als ich zu Haus kam, fand ich alles in schönster Ordnung. Und so entschloss ich mich, am heutigen Tag, als den 1. November, dieses arme Mädchen zu meiner künftigen Gattin zu wählen und wird der künftige 19. dieses Jahres als ihr Namenstag zur Kopulation festgesetzt, wozu uns Gott der Allmächtige seinen Segen geben wolle. Sonst was weiß ich nicht viel, als dass die Teuerung im Merklichen nachgelassen. Ich empfehle euch alle, Eltern, Geschwister und Freunde, dem Allmächtigen. Dein aufrichtiger Bruder Johann Friedrich Noting Neumund, Kosava, den 1. November 1817. Und die Adresse
kann ich Ihnen auch noch vorlesen, die lesen sich ja immer auch sehr schön, von Kosova in Benat an ein wohllöbliches Pfarramt zu Beuren in dem königlich-württembergischen Oberamt Nürtingen bei Hohenneuffen, ferner an Herrn Jakob Noting, Unteroffizier. Geht über Temeschwar, Pest, Wien, Braunau, München, Ulm, Stuttgart.